Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum Hardware-Video. Wir werden, denke ich mal, mit der X2 anfangen. Und ich habe die gestern schon versucht zu machen, die Videos, aber die Akkus waren leer. Also Kamera-Akkus, die Akkus. Deswegen habe ich die jetzt geladen und wir können beide Videos machen. Beide haben eine separate Software, das könnt ihr hier sehen. Die HoM Pro ist für die X2. Sehen aber optisch, wenn ihr in der App bist, genau gleich aus. Und die HoM Joy, das ist diese, die ist für den. Und für den anderen HoM, den ich hatte, da sieht die App so aus. Die ist diese bunte HoM. Da ist für die größeren Geräte. So. Ich werde aber gleich umbauen. Weil, wenn man von oben rauf guckt, dann seht ihr nicht, wie schön sich das dreht und alles. Ich denke mal, das macht sich denn von der Seite wirklich besser. Ich hatte nur die Kamera noch so eingerichtet und wollte euch halt die Kartons nochmal vernünftig zeigen. So. Und ja, wie gesagt, ich denke mal, wir werden damit anfangen und als nächstes machen wir den denn. Darauf freue ich mich richtig doll. Da bin ich so neugierig drauf, ob in dem kleinen Ding auch ein Motor drin ist und wie das funktioniert und so. Also, das kann ich mir ja nicht glauben, weil der Stick so klein ist. Aber wir lassen uns überraschen und gucken. Aber ein Akku ist auf jeden Fall drin, weil da ist ja so ein Schlitz für USB. Ich habe jetzt erstmal geladen. Mal gucken. So, ich bin jetzt kurz weg. Wir bauen hier kurz um und dann sehen wir uns gleich. So, wir sind jetzt in der anderen Ansicht. Und wir werden natürlich mit dem X2, mit dem größeren Modell anfangen. Ich richte euch erstmal nach unten, damit ihr so ein bisschen sehen könnt. Ich habe das alles auch nochmal eingepackt. Für die Leute, die jetzt halt später dazu, ich habe hier noch die ganzen Ladekabel hier von den beiden liegen. Für die Leute, die später einschalten hier. So. Was da so drin ist. Wir haben einmal hier so ein Anleitungsblatt, wie wir das einrichten. Funktioniert super. Und ein QR-Code für die Software. Wie gesagt, HoM Pro. Dann haben wir hier einmal ein Tütchen, so ein Viereck, ja, da ist so eine Tüte drin, also so ein Stoffbeutel. Hier ist die Anleitung drin. Und hier ist so, glaube ich, der USB-C-Kabel drin gewesen. Den habe ich ja jetzt draußen, weil ich ja, wie gesagt, das Gerätchen laden musste. So, dann haben wir eine kleine Fernbedienung mit bei. Wir haben einen Standfuß mit bei. Also das ist praktisch so. Ist der Standfuß halt. So. Ach, ich seh gerade, ihr seht noch nicht genug. So, ein Stück rauszoomen. So, hier ist halt der Standfuß. Und hier ist die kleine Fernbedienung. Dann haben wir hier das Gerät. Das werden wir jetzt mal wegpacken. Ich stelle mal das Kleine hier mit dazu. So. Und jetzt werden wir das erstmal benutzen. Ich werde den Standfuß schon mal ranmachen, weil die werden wir brauchen. Und was hier sehr gut ist, selbst wenn ihr die Anleitung hier nicht befolgt oder nicht gesehen habt oder nicht bei ist oder was weiß ich. Kinderleicht eingerichtet. Ihr habt hier überall so Aufkleber drauf. Die könnt ihr dann natürlich, wenn ihr sie nicht mehr braucht, könnt ihr sie auch abmachen hier. Aber ihr habt da Aufkleber drauf mit der Nummer. Das ist jetzt zum Beispiel Nummer 1. Da ist Nummer 2. Ich hoffe, ihr seht das vernünftig. Nummer 2 und 3 verbirgt sich da drinnen. Das zeige ich euch. So, das ist jetzt auch gerade ein bisschen ausgerastet beim Rausnehmen. Normalerweise ist das so fest drin, da bewegt sich das nicht. Hier ist nämlich so ein kleiner Einraster. Und da müsst ihr einfach hier festhalten, rausziehen hier unten. Das ist halt für das Handy zum Halten. Und dann ist das locker. Dann schraubt ihr hier oben los. Klappt das einmal komplett hoch, schraubt das wieder fest. So. Dann habt ihr hier drinne die
3, ich weiß nicht, so kann ich euch das vielleicht am besten zeigen. Da ist die 3 da drinne. So, dann werden wir jetzt einfach mal, bevor wir das anmachen. So, machen wir erstmal die App auf. So. Und da müsst ihr jetzt gucken, wie ihr das macht. So. So ist die 3 auf dem Kopf. So ist die 3 richtig. So, diese kleinen Pinöpel, diese beiden, das ist unten. Und ich habe ja, ich muss meine Hülle drum lassen, weil sonst mache ich mein Handy damit aus. Ja? So. Aber mit Hülle, mit dieser Gummihülle klappt das wunderbar. Warte mal, ich muss das jetzt noch mittig justieren. Ich bin da so ein bisschen so der Grobmotoriker. So. Na, zurück. So. Noch ein Stück weiter mittig. Hoppala. Müssen wir hier gucken. So. Was brummt? Wieso ist mein. Och, jetzt sieht mein Handy aus. Nee, geht nicht aus. Hä? Sehr kurios. So. So. Und jetzt einfach beide hoch. Ja, ich bin da echt so der Grobmotoriker. Was ist denn das? Benachrichtigung von den Apps hier. So, müssen wir mal gucken. Mittig ist es. So. So wäre jetzt mittig. Dann ziehen wir das nach unten, das nach oben. So. Ja, fast. 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 Mir reicht ja, wenn es fast ist. So. Zoome euch mal noch ein Stück raus. Oder mache ich ein bisschen höher. So. So. Es reicht, wenn es so fast so die Hälfte ist. Der Rest gleicht das Gimbal gleich aus. So. Ich werde jetzt hier mal die Software anmachen. Ist wieder ganz hinten. Ja. Home Pro. So. Und Start. Achso, Bluetooth muss da auch ein. Aber Bluetooth ist ein. So. Und jetzt machen wir hier einfach das Gimbal an. Welcher war denn der Powerknopf? Der hier. So. Hoppala. Ich will euch das mal zeigen, damit ihr das seht, wie er sich dann automatisch gleich einrichtet. So. Düdüt. Und zack. Komplett gerade. So, Start. Na? So, jetzt haben wir natürlich. Ach, Rudi schreibt gerade. Muss ich gleich Rudi antworten. So, jetzt hat er natürlich noch keine Gesichtserkennung, kein nichts. Also, wenn ich den jetzt so nehme, ja, er versucht halt das Gleichgewicht zu halten, aber er weiß nicht, wo ich bin. So. Jetzt gehen wir hier einfach. So, er dreht sich automatisch mit, seht ihr ja. So, und jetzt gehen wir hier einfach mal auf dieses Viereck. Und da sagen wir mit Person, also das. Und dadurch, wenn ich das mal kurz so, zack, jetzt hat er mich. So. So. Jetzt hat er mich. Und jetzt
können wir das auch hinstellen zum Beispiel. Und wenn ich mich wegdrehe, dreht das Gimbal sich mit. So. Funktioniert wirklich wunderbar, kann ich echt nicht meckern. Geil daran ist jetzt, an dieser Variante, im Gegensatz zu der großen Variante, ihr habt eine Fernbedienung mit bei. So, was macht diese Fernbedienung? Ich werde mal gucken, dass ich das noch ein bisschen, nee, falsche Richtung, so, rüberschiebe zu euch. Ein bisschen könnt ihr den Bildschirm sehen. Wenn ich bei der Fernbedienung, ich muss nur gucken, wo hier oben und unten ist und wo an ist. So, erstmal anmachen, da oben, so, an. Die untere Taste drücke, unten links, die ist für Foto und für Video. Wenn ich jetzt einmal drücke, geht Video an. Seht ihr vielleicht hier oben? Nee, kann man nicht wirklich erkennen. Wenn ich nochmal drücke, geht das Video aus. Wenn ich doppelt klicke, 1, 2, dann switcht die Kamera um vom Video in den Fotomodus und ich kann mit einmal drücken ein Foto machen. Jetzt kommt es noch cooler. So. Und dann haben wir noch die... Gott, ich weiß aber nicht, wie die... Die C-Taste. Ich nenne sie mal C-Taste. Das wäre jetzt zum Beispiel auch am Stick hier die unten. Zack, da können wir dann am Stick ganz einfach von breit auf Selfie wechseln. Oder wieder zurück. Bumm. Und ihr bleibt anvisiert, kein Problem. Wenn ihr aber das gerade so aufgebaut habt, ein Stück weiter weg geht und ihr wollt ja gerade ein TikTok-Video machen, hochkant, ach, dann müsste man ja eigentlich wieder zurückgehen. Nee, braucht man nicht. Wir haben ja die Fernbedienung. So, jetzt habe ich ihn resettet. Einmal drücken, bumm. Also zweimal drücken, nochmal so ein Reset, dann überprüft er nochmal alles. Und nochmal drücken und er geht wieder zurück. Und so könnt ihr natürlich dann auch dann auslösen. Und ihr könnt dann auch hier mit dem steuern, wenn ihr ein bisschen rumsteuern wollt oder so. Jetzt ist er ja gerade auf Gesichtserkennung und neigen und... Wartet mal, kommen wir mal so. Ich mache mal das so, dass ihr das vielleicht ein bisschen besser seht. So, dann neigt er das. Und hier wieder in die andere Richtung. Und hier so. Und hier so. Also es ist schon recht geil, muss ich sagen. Und neigen könnt ihr dann halt, ihr könnt da dann ranzoomen am Stick. Habt ihr nämlich noch eine Zoom-Funktion. Weil der macht ja jetzt die Fotos praktisch über die Gimbal-eigene Software. Also voll geil. Voll geil und das funktioniert wirklich super. Also wenn ihr dann hier das so habt und dann, der hält wirklich konstant. Hält der praktisch nicht. Voll geil. Auch selbst wenn man Selfies macht, so im Selfie-Stick-Modus hier und wackelt. Voll cool. So, wenn er dann ausmacht. So, müsst ihr kurz warten. Zack, und dann fällt er wieder in sich zusammen. Dann nimmt ihr. So, dann kommt jetzt gerade so ein Testvideo. So, und dann bei meinem ist es jetzt so, dass ich das komplett ausgeklappt lassen kann hier. Wenn ihr ein kleineres habt, dann einfach hier die Schraube wieder lose machen. So, und dann könnt ihr das auch kleiner machen, wenn ihr ein kleineres habt. Ja? Oder eine kleine Kamera, die da rankommt oder so. Und dann könnt ihr das so auch benutzen. Wenn ihr das wieder komplett zusammen macht, komplett runter, festschrauben. Hier unten ab. So. Dann müssen wir das hier drehen. Und hier unten wieder einrasten. So. Wenn ihr das dann unterwegs mit haben wollt, habt ihr dann ja hier, wie gesagt, noch das Tütchen oder so. Und so könnt ihr das auch, wenn ihr das halt nur, so wie ich, wenn ich Sachen, also wenn ich Sachen selten benutze, dann packe ich die, wenn ich sie nicht benutzt habe, also nicht benutze, so wie jetzt zum Beispiel auch mein Ansteckmikrofon, immer in die Tüte zurück,
weil da war kein Karton, aber hier kann ich das halt schön in den Karton zurückpacken. Mach den in meinen Kameraschrank, wo mein Kameraequipment drin ist. Und es ist immer alles parat. Immer. Da haben wir bei dem Kleinen, den ich euch gleich vorstellen werde, einen Vorteil, da haben wir die Fernbedienung im Stick mit drin. Also da ist so ein Mechanismus, dass man den reinmachen kann. Voll geil. Aber den werde ich euch gleich erst im nächsten Video zeigen. So, mein Fazit. Ich habe ja, wie gesagt, gestern ein bisschen rummachen können und ja, dann waren ja die Batterien alle. Er ist eigentlich wie der große, ein bisschen leichter. Man hat ein bisschen Probleme mit dem Arm, mit den Ein- und Ausschalttasten. Also bei meinem manchmal, da muss ich die Gummihülle drum lassen, dann geht das. Und es ist halt bei den großen Handys, musst du wirklich komplett aufklappen. Noch größer sollte das Handy nicht sein, weil sonst kriegt ihr Probleme, das vom Normalmodus in diesen Selfie-Modus, dass es dann unten immer anklatscht. Das ist aber eigentlich naja, noch größer. Ich habe ja schon das größte, glaube ich. Ja, aber es geht. Halt schön versuchen, damit es dann so wie gleichmäßig ist. Es muss nicht hundertprozentig in der Waage sein. Das gleicht das Gimbal dann aus. Aber erst das Handy rein und dann das Gimbal an. Ja, und dann steht auch alles erklärt. Die Erklärung ist wirklich super leicht. In der App habt ihr noch ein Tutorial-Video. Da sind noch viel mehr Tutorial-Videos. Leider alles auf Englisch. Aber da werdet ihr auch gut weitergeholfen. Und alleine zugucken hilft ja auch schon mal. Wir haben einen Standfuß mit Gimbal, dass wir halt weiter wegstellen können. Wir haben eine Fernbedienung, dass wir halt auch, wie gesagt, dann von weiter weg auch auslösen können und dann nicht so viel schneiden müssen, also nicht ran, hinstellen, Aufnahme drücken, wegrennen und dann irgendeinen Tanz machen und wieder hin und Aufnahme ausmachen. Nee, die könnt ihr euch in die Tasche stecken und dann einfach Aufnahme an. Dann geht die an, die Aufnahme, und dann, wenn ihr sie nicht mehr wollt, aus und fertig ist. Ihr könnt halt mit der Fernbedienung halt den Gimbal drehen, hoch, runter, links, rechts. Ihr könnt den Modus ändern von so oder ein Selfie. Ihr könnt halt auch den Modus von Foto auf Video ändern und dann halt an- und ausmachen. Und ja, es funktioniert alles wirklich wunderbar. Kann ich nichts anderes dazu sagen. Ich bin wirklich begeistert. Und das für unter 100 Euro. Ich bin auf den hier sehr gespannt. Auf den bin ich sehr gespannt. Den werde ich mir dann ins Auto packen. Für unterwegs, wenn mal was ist oder so. Wenn der das verspricht, was er verspricht, laut Verpackung und so. Aber nichtsdestotrotz bin ich jetzt für das erste Hardware-Video jetzt erstmal fertig. Wir sehen uns später. Bis dahin. Ahoi, sagt euer Odin.